Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer super schönen Musteranleitung. Ich zeige euch heute ein Muster mit diesen süßen Bobbles hier oder auch mit Kugeln, ganz wie man es sagen möchte. Und das wird grundsätzlich relativ simpel gehäkelt, ähnlich wie ein Puffstich. Nur, dass ich hier mit halb abgemaschten Stäbchen arbeite. Also die Stäbchen werden im ersten Schritt aufgebaut, dann habe ich 5 davon liegen und masche die dann alle zusammen ab. Grundsätzlich ein ganz einfaches Prinzip. Das baut dann so aufeinander auf. Wir haben eine Seite, die eben so erscheint und die andere Seite erscheint glatt tatsächlich. Das liegt daran, dass ich immer eine Basisreihe dazwischen gearbeitet habe. Wie das Ganze genau funktioniert, seht ihr natürlich jetzt und natürlich auch, welche hübsche Wolle ich verwendet habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Anleitung. Ich zeige euch dieses schöne Muster mal wieder mit dieser hübschen Wolle hier von Wolle Rödel mit den pinken Elementen, also diesen magentafarbenen. Dann haben wir hier blau drin als Glitzer, ein bisschen Violett, auch ein bisschen Braun- und Grautöne. Wir haben hier fast 50%, 49% Schurwolle, 47% Polyacryl, 4% Polyester auf 100 Meter und 50 Gramm. Eigentlich für 7er bis 8er Nadeln. Ich häkel das Ganze mit meiner 6er. Von dem Namen her haben wir hier die 12907er Wolle. Und ich benutze tatsächlich nicht das Knäuel, das lasse ich nochmal zu. Ich habe hier tatsächlich eins zum Testen und um Muster zu zeigen. Das habe ich schon offen, aber gleiche Farbvariante auf jeden Fall. Und es geht los mit einer Luftmaschenkette. Und zwar schlage ich eine gerade Anzahl an Luftmaschen an. Das werden bei mir 12 Stück. Wie gesagt, mit meiner 6er Nadel. 3 Stück habe ich hier schon. 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Luftmaschen. Wolle lässt sich sehr, sehr gut mit der 6er Nadel häkeln. Ich lasse die erste Masche direkt aus für die Höhe, nehme einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, hole mir den Faden hoch, habe jetzt 3 Umschläge auf der Nadel und ziehe den Faden durch 2 davon durch. Dadurch bleibt ein Umschlag hier auf meiner Nadel liegen und einen habe ich ja eh noch vom Anfang dort liegen. Also ich habe 2. Dann das Ganze nochmal. Damit habe ich 3-mal den Faden auf meiner Nadel liegen. Und nochmal. Ich steche übrigens immer wieder in die gleiche Luftmasche ein. Also es wird dort ziemlich voll. Insgesamt habe ich jetzt 4. Nochmal. 5. Und nochmal 6. 6 Umschläge auf der Nadel. Und diese, ich nenne sie mal halb abgemaschten Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal habe ich das dort liegen. Dann hole ich mir den Faden, ziehe es durch alle Fäden auf meiner Nadel durch und bin mit meiner ersten Kugel hier fertig. Dann häkle ich in die nächste Masche ganz einfach eine feste Masche. Und dann geht es weiter mit dem Muster. Und zwar wiederhole ich jetzt den Schritt, den ich als erstes hier gemacht habe. Umschlag, einstechen, 3 auf der Nadel, durch 2 durch. 2 noch auf der Nadel, beide liegen lassen, Umschlag, holen, durch 2 durchziehen, einer ist ja dazu gekommen, jetzt habe ich 3 auf der Nadel, Umschlag, durch 2 durch, 4 auf der Nadel, Umschlag, holen, durch 2 durch, 5 und nochmal Umschlag, holen und dann sind es hier insgesamt 6, durch alle einmal durch und hier unten eine feste Masche häkeln und dann wieder 2, 3, 4, 5 und gleich kommt die 6. dazu. 6. Einmal durch alle durch. Eine feste Masche. Hier die 3 Kugeln. Und dann wieder, also immer abwechselnd, feste Maschen und das Muster häkeln. 2 auf der Nadel. 3. 4. 5. Und 6. Einmal durch alle durch. Und keine Luftmasche drauf häkeln.
Und dann hier unten die feste Masche häkeln. Also die Luftmasche, die ich gerade genommen hatte, war ein Fehler. Die habe ich wieder rausgenommen. Und dann das Ganze wieder. 2, 3, 4, 5 und 6. Alle auf meiner Nadel drauf. Einmal durch alle durch. Dann eine feste Masche. Und noch einmal zum Abschluss. In die letzte Luftmasche. 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Durch alle durch. Und dann nehme ich tatsächlich eine Luftmasche, schon für die Höhe, für die nächste Reihe. Und ich habe jetzt 6 dieser Kugeln gehäkelt. Hier seht ihr einmal die Rückseite, die ist ziemlich hohl. Also es sind wirklich richtige Ausstülpungen, die ich hier bekommen habe. Und die festen Maschen, die dazwischen liegen, verschwinden tatsächlich. Also die sind so klein und die Kugeln sind so groß, dass sie die wirklich verdecken. Dann drehe ich das Ganze um und nehme dann tatsächlich noch, also ich nehme 2 Luftmaschen insgesamt und drehe es dann alles einmal um und häkel dann einmal zurück. Und häkel jetzt einmal eine Basisreihe an festen Maschen. Dafür steche ich in jede Masche der Vorreihe einmal ein und häkel dort eine feste Masche. Das ist die Basis für meine nächste Reihe. Das war eine Luftmasche zweimal. So. Die sind teilweise relativ groß, deswegen bin ich da zweimal in eine eingestochen. Aber tatsächlich jede nur einmal abarbeiten. So. Und dann habe ich hier die Basis eben für meine nächste Reihe. Dafür nehme ich wieder eine Luftmasche, drehe das Ganze um. Und starte jetzt mit der zweiten Reihe tatsächlich im Muster. Diese Reihe, wie gesagt, die Basisreihe als Aufbau. Und startet in diese Reihe mit einer festen Masche. Ich habe die erste Reihe im Muster, die ich ja hier gehäkelt habe, mit einer Kugel angefangen. Das wechsle ich immer ab. Ich fange entweder mit einer Kugel an oder ich fange mit einer festen Masche an. Und dann geht es tatsächlich in der nächsten Luftmasche weiter. Das ist eine feste Masche natürlich, Entschuldigung, also in der nächsten Masche. Und ganz genau wie in der Reihe davor, die Kugel aufbauen. Mit hier habe ich jetzt schon mal 5 liegen auf der Nadel. Da sind es 6. Dann einmal durch. Und dann wieder eine feste Masche häkeln. In die nächste Masche. Und jetzt seht ihr hier den Effekt. Dadurch, dass ich mit einer festen Masche angefangen habe, liegt die Kugel, die ich hier jetzt gehäkelt habe, zwischen den beiden der Vorvorreihe. Also das Muster ergänzt sich dann sehr schön. Das mache ich hier jetzt wieder. Also hier wieder einen Umschlag. Vier. 5 und 6, einmal durch, dann die feste Masche häkeln. Die feste Masche liegt dann genau über der Kugel der Vorvorreihe. Und weiter geht's. Hier ist dann die nächste feste Masche, einen Umschlag nehmen. 2, 3, 4, 5 und 6. Einmal durch alle durch. Und dann die feste Masche häkeln. Und da seht ihr jetzt, wie schön sich das Ganze eben ergänzt. Weiter geht's. 2, 3,
4, 5 und 6. Einmal durch alle durch. Dann die feste Masche häkeln. Und dann kommt hier der nächste. 2, 3, 4, 5 und 6. Einmal durch alle durch. Dann eine feste Masche häkeln. Und dann habe ich diese Reihe hier fertig. Die zweite Reihe im Muster hat eine Kugel weniger als die Vorreihe, weil ich ja eben immer dazwischen häkle. Also diese liegen zwischen denen der Vorreihe. Und die dritte Reihe im Muster hat gleich wieder eine mehr. Das seht ihr gleich. Ich nehme wieder eine Luftmasche, drehe das Ganze um und häkle jetzt wieder zurück und baue mir wieder meine Basisreihe auf, häkle wieder feste Maschen. Einmal komplett zurückhäkeln damit. So, wie seht ihr, hier liegen wieder die Basisreihe. Und ich nehme wieder eine Luftmasche und starte jetzt diese Reihe tatsächlich wieder mit einer Kugel. Das heißt, ich nehme einen Umschlag, steche wieder ein, durch, 2 auf der Nadel, durch, 2, 3 auf der Nadel, Umschlag, durch, 2, 4, Umschlag, durch, 2, 5, Umschlag, durch, 2, und dann bin ich bei meinen 6. Einmal durch alle durch, dann eine feste Masche häkeln und dann bin ich hier wieder zwischen den nächsten Kugeln. Umschlag natürlich nicht vergessen, durch 2, Umschlag, durch 2, Umschlag, durch 2 und wieder. Damit habe ich dann 5 und das Ganze nochmal. Dann habe ich 6, durch alle einmal durch, feste Masche und das Ganze wieder. Durch 2, und noch ein weiteres Mal und eine feste Masche. Und hier seht ihr dann, die liegen jetzt in dieser Reihe wirklich komplett über den der ersten Reihe. Ich häkel diese Reihe jetzt einmal zu Ende und zeige euch dann nochmal das Ergebnis. Und hier habe ich jetzt den Abschluss auch dieser Reihe. Und ihr seht jetzt wirklich nochmal sehr schön, wie sich das Ganze eben ergänzt, wie die Kugeln immer in jeder Reihe zwischeneinander liegen und das Ganze so aufeinander aufbaut. Ich werde das jetzt nochmal 2, 3 Reihen weiter häkeln und euch dann natürlich nochmal das Ergebnis zeigen. Ich habe jetzt nochmal 4 Reihen weiter gehäkelt und habe 2 Reihen im Muster dazu bekommen. Also ihr müsst immer für jede Reihe im Muster wirklich 2 Reihen häkeln, eine Basisreihe und dann eben eine Reihe, die dann tatsächlich so erscheint mit den Kugeln. Ein sehr schönes Muster natürlich mit sehr hohem Wollverbrauch. Das muss man dann natürlich immer berücksichtigen, dass man sehr, sehr viel Wolle für solche Muster braucht. Aber man bekommt eben auch eine sehr dichte Struktur und ein sehr schönes Volumen. Ich zeige euch auch einmal die Rückseite. Wenn man zum Beispiel einen Schal aus diesem Muster arbeitet, hat man dann eine Seite, die natürlich auch so aussieht. Und eben eine Seite in diesem Muster, aber natürlich zum Beispiel super schön geeignet für Stirnbänder oder auch für Mützen oder so. Oder natürlich auch für Schals. Man muss das dann nur eben berücksichtigen, dass man auch eine Seite eben in diesem Look hat. Auf jeden Fall ein super schönes Muster, gar nicht schwierig zu machen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!